Es ist Freitag, der 5. März 2021. Hier ist das SKB-Journal und wir beschließen die Woche mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz unter 30 gesunken. Feuerwehr in Brandenburg ab sofort in Goldgelb zu sehen. Und Straßenbahn nach Plaue, Freie Wähler sorgen für Unmut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe vom SKB-Journal. Die Anstrengungen der Brandenburgerinnen und Brandenburger im Lockdown scheinen Früchte zu tragen. Denn die 7-Tage-Inzidenz der Havelstadt liegt bei 26,32 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das gab die Verwaltung am Donnerstagabend bekannt. Noch am Mittwoch lag der Wert bei über 50. Am Donnerstag gab es 3 neue Fälle. Die Zahl der Personen in Quarantäne ist auf 210 gesunken. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir eine Hose kaufen soll oder eine Jacke, dann tue ich mich ganz schön schwer. Einen langen Auswahlprozess hatte auch die Brandenburger Feuerwehr. Die neuen Schutzanzüge mussten her und wie sollten die beschaffen sein? Welches Material? Wie ist der Tragekomfort und wie praktisch müssten sie sein? Viele Fragen, aber jetzt scheint alles zu passen im wahrsten Sinn des Wortes. Denn am 1. März wurden in der Feuerwehr am Zentrumsring die neuen persönlichen Schutzausrüstungen verteilt. Die Einsatzbekleidung nach EN469 der Firma Texport, Typ Fire Survivor, um ganz genau zu sein. Zunächst wurden 197 Stück beschafft. Sie werden jetzt nach und nach von den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten der Stadt in Gebrauch genommen. Die Bestände sollen aber weiter aufgestockt werden, sodass je nach Haushaltslage alle Einsatzkräfte in den nächsten 2 bis 3 Jahren neu eingekleidet sind. Sich von geliebten Menschen zu verabschieden, die unheilbar krank sind, das fällt schwer, sehr schwer sogar. Hilfe und Unterstützung bietet dort ein Hospiz. Dort werden kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet und versorgt. Auch das Hospiz der Jedermann-Gruppe in der Bauhofstraße leistet seit 2004 diese wichtige Arbeit. Und nun brauchen sie die Unterstützung der Brandenburgerinnen und Brandenburger. Nach mehr als 15 Jahren haben die bestehenden Möbel ausgedient. Mit einer neuen Zimmereinrichtung will man aber den Standard erhalten, der den Hospizgästen angeboten wird. Dabei müssen die Möbel hohen Standards entsprechen. Standards, die die Summe der Ausstattung von 10 Zimmern auf 50.000 Euro steigen lassen. Die Finanzierung der letzten 4 Zimmer wird nun über die Crowdfunding-Aktion der Brandenburger Bank angeschoben. Hier kann noch bis zum 31.05.2021 für die Einrichtung gespendet werden. Informationen finden Sie auf der Seite www.brandenburgerbank.viele-schaffen-mehr.de. Zum Abschluss unserer Stadtpolitikwoche geht es um ein Thema, das in der letzten Stadtverordnetenversammlung nicht einmal auf der Agenda stand und trotzdem schon in aller Munde war. Und das passte nicht allen. Die Rückkehr der Straßenbahn nach Plaue ist hinter den Kulissen schon mehr als ein Gedankenspiel. Dass die Freien Wähler jetzt damit vorpreschten, sorgte für Unmut, eben weil diese Idee durchaus Charme hat. Zuletzt rollte 2002 eine Straßenbahn über die alte Plauer Brücke. Das Aus für die elektrische lag vor allem am damals schon maroden Zustand des Bauwerks. Mittlerweile wird sie endlich saniert, doch die Straßenbahngleise kehren nicht wieder. Aber nicht deswegen sorgte der Vorstoß von den Freien Wählern bei einigen für Verärgerung. Wir waren allgemein sehr verwundert darüber, über die Aussage von Dirk Stieger, zumal wir mit diesem Thema schon über 1,5 Jahre, wenn nicht schon 2 Jahre dran sind. Wir haben die Idee entwickelt, mal wieder die Straßenbahn rauszuführen, wenn auch das kommen sollte mit der Brücke, die Quenzbrücke, mit einer Straßenbahn zu ertüchtigen. Da würde die Linie 2 davon profitieren. Letztendlich liegt das Gleis auch da, wie die Freien Wähler das sagen, bis zum Radweg an der B1. Ich finde es schon, dass es ein Vorbrechen oder ein Klauen der Idee ist. Ob die Idee die richtige Idee ist, mag ich bezweifeln, muss ich ehrlich sagen. Also wir wünschen uns eher die Straßenbahn dann, dass sie durch den Nord fährt. Wir hatten ja einen anderen Vorstoß gebracht. Wir wollen überhaupt das Thema anregen, dass wir über das Thema Straßenbahn reden. Andere Streckenführung noch zusätzlich etablieren. Der Gescholtene nimmt es sportlich, ist sich ansonsten aber keiner Schuld bewusst. Also zum Ersten muss ich mal spaßhaft sagen, für jeden guten Schüler ist natürlich Abschreiben ein Muss, gehört ja dazu. Aber mal im Ernst, also wir als Fraktion haben es glaube ich nicht notwendig, irgendwo abzuschreiben. Und wer denkt, wir hätten hier irgendwie abgekupfert, der glaubt doch an den Weihnachtsmann. Ob Ideenklau oder nicht, der Vorstoß gerade jetzt kommt nicht ohne Grund. Die
Diskussion jetzt zu dem Zeitpunkt hat damit zu tun, dass wir ja gerade über die neue Brücke am Alscher Bahnhof reden. Da kommt ja eine Straßenbahnbrücke mit dazu, also als Ersatz der jetzigen. Und wenn man sich anschaut, dass dann nur noch 4 oder 5 Straßenbahnhaltestellen zu bedienen sind, kann man ja auf die Idee kommen zu sagen, wenn wir jetzt also in 2 oder 3 Jahren sowieso auch die Quenzbrücke neu bauen, die Überlegung anstellen, ob man dann nicht dann dort gleich die Schienen mit rüberlegt, um zu überlegen, über diese Trasse oder vielleicht aber dann auch über die Verlängerung der alten Linie, der Linie 1, wieder in Richtung Plaue zu kommen. Dort stößt die Idee der Straßenbahnwiederbelebung zwangsläufig auf Zustimmung. Neben vielen Möglichkeiten gibt es aber auch offene Fragen. Sowohl wenn man aus Richtung Anton-Sefko-Allee kommt, als auch wenn man aus Richtung Quenzbrücke kommt, kann man in beide Richtungen was machen. Gespannt bin ich, wie man das Problem löst, wenn man dann vor der Plauer Brücke ist. Also ein Wendekreis, wie wir schon mal überlegt haben, auch schon mal intern besprochen haben, wie man dann die Fahrgäste aus Plauer und Geschmöser dorthin bekommt. Da muss ja ein Anschluss geben. Es sei denn, wir lassen die Straßen mal wieder über die alte Plauer Brücke fahren, wenn sie saniert ist. Das wäre mal weit, oder? Wäre es, aber der Zug dafür ist abgefahren. Die Vorstellungen der Freien Wähler gehen deswegen in eine andere Richtung. Der Ansatz ist da, dass man also am sogenannten Chausseeknie dort raus in Richtung Plaue, von dort bis dort liegen ja die Schienen noch und von dort dann eben bis vor die Westhavellandbrücke, also die neue Plauer Brücke, um dann dort so einen sogenannten Mobilitätshub, also eine Umsteigestelle zu bauen für die Straßenbahn in Richtung Bus, zum Stadtteilbus, der dann durch Plaue und Kirchmösern fährt, aber auch für Fahrradfahrer, für Fußgänger. Fraktionsübergreifend scheinen diese Visionen auf offene Ohren zu stoßen. Doch wie genau eine mögliche Straßenbahn nach Plaue aussehen könnte, darüber gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen. Eine alleinige Straßenbahnverbindung dorthin wäre zu einfach gedacht, weil die gab es ja irgendwie irgendwann schon mal, beziehungsweise rundum um Plaue. Ich finde, wenn man diesen Sprung macht, dann sollte man sich auch überlegen, vielleicht gibt es irgendwelche Verbindungshubs, gibt es irgendwelche Einstiegs- und Umstiegsmöglichkeiten. Also dass man das als ersten Ansatz nimmt, aber dann größer denkt und vielleicht dann auch über den ÖPNV in der Anbindung dort auch andere denkbare Geschichten hinbekommt. Letztendlich ist es pro Kopf Bevölkerung in Brandenburg so, dass der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, aber in die Ortsteile Geschmöser und Plaue und immerhin wohnen da über 7000 Leute, ist die Pro-Kopf-Bevölkerung ein sehr, sehr schlechter ÖPNV. Wir sind mit der letzten Stelle dort belegt. Es ist schade drum. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, würde sagen, man sollte vielleicht auch prüfen, ob es möglich ist, die Straßenbahn so wie früher bis nach Geschmöser sogar fahren zu lassen. Zum einen ist es nicht nur ein ganz wichtiges Signal an unsere Ortsteile, die wieder ein Stückchen enger an die Stadt anzubinden. Auch den Leuten, die eben kein Auto haben, die Möglichkeit geben, eben in die Stadt zu kommen. Wir könnten uns vorstellen, wenn überhaupt, dass es eine Ringbahn gibt, die dann durch die Metzgerstraße führt und dann sozusagen über den Gürten zurückführt, dass man da so diesen Ring schließt. Aber eine Straßenbahn durch den Wald zu führen, auch wenn es eine schöne Strecke war, und sie dann, ich sage mal, in Höhe des Klärwerkes enden zu lassen, ist für uns nicht das Nonplusultra. Also wenn, dann müsste sie schon durch Kirchmöser oder bis Kirchmöser geleitet werden, was wahrscheinlich schwierig sein wird. Doch bevor es zu einer möglichen Einigung kommt, muss bei den Sozialdemokraten erstmal noch der Groll weichen. Ärgerlich, Dirk Stieger hätte uns gerne anrufen können. Wir sind ja nicht auf der Welt und außerdem sehen wir uns in bestimmten Gremien. Und dann hätten wir da eine gemeinsame Presseerklärung rausgegeben. Das wäre besser, als wenn jeder durch Gelände brüllt. Zum Glück haben die Gemüter ja noch etwas Zeit, sich zu beruhigen. Diskutiert wird der Vorschlag frühestens bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung Ende März. Tja, und damit sind wir dann auch schon beim Wetter angelangt. Hier kommt jetzt der SKB-3-Tagestrend. Hoch Jacqueline hat uns in den letzten Tagen mit viel Sonnenschein erfreut. Ich hoffe, Sie konnten die Sonne genießen, denn in den nächsten Tagen wird es erst wolkig und dann bedeckt. Ja, und machen wir es kurz. Die Tageshöchstwerte bleiben an allen Tagen bei 5 Grad. Am Sonntag kann es dann auch noch windig werden. Liebe Zuschauer, das war sie dann auch schon, die Woche mit dem SKB-Journal. Ich wünsche Ihnen nun ein erholsames Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.